Stellen Sie sich den Reichstag vor, den Reichssaal von Regensburg. Eine Sitzung wird eröffnet. Es geht um wichtige politische Fragen. Der Kaiser selbst ist natürlich nicht da, der Kaiser ist in Wien. Er lässt sich vertreten, er lässt sich repräsentieren durch seinen Prinzipalkommissar. Und das ist ab 1748 der jeweilige Fürst von Thurn und Taxis. Diese Brillantgarnitur ist sein Prunkstück, mit dem er ganz bewusst die Würde und den Prunk des Kaisers, des Wiener Hofes in Regensburg am Reichstag am besten darstellen kann. Prunk und Pracht Wiens sollten in Regensburg aufleben und sollten in Regensburg gezeigt werden. Und dafür war der Fürst von Thurn und Taxis als Prinzipalkommissar geeignet. Ich bin Peter Stürer von den Thurn und Taxis Museen in Regensburg.